Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, ich hatte gerade wieder eine Begegnung der dritten Art. Und zwar konnte ich jetzt alles, was ich im letzten halben Jahr oder keine Ahnung, wie lange ich gespielt habe, bereits erspielt hatte, nochmal abheben. Also sämtliche Errungenschaften, die wir von, ich sag mal, Level 1 bis hierhin gemacht haben, konnte ich alle nochmal abheben. Verstehen tue es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich sehe auch gerade, da oben ist auch noch was mit der Post angekommen. Anmeldegegenstand. Alle annehmen. Das kann ich dann auch nochmal erhalten. Uppala. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also irgendwie ist im Moment etwas... Nein. Ja, ich habe vergessen, dass man nicht mit ASWD laufen darf. Entschuldigung bitte. Dieses MMO ist ganz anders als alle anderen. Man darf nicht mit den normalen Tasten laufen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ja, eins muss ich voraussetzen. Ich habe jetzt knapp ein halbes Jahr lang gar nicht mehr gespielt. Habe sozusagen nur von den Aufnahmen gelebt, die ich immer wieder hochgeladen habe. Weil ich einfach viel zu viel mit den anderen Spielen beschäftigt war, die ich zwischenzeitlich sogar ganz durchgespielt habe. Und habe keine Ahnung mehr vom Spiel. Okay, ganz so krass ist es nicht. Also ich werde jetzt erstmal hier weitermachen mit der Quest, wo wir aufgehört haben. Und dann denke ich mal, komme ich relativ schnell rein. Also das Einzige, was relativ wichtig ist, J kann ich noch drücken. Die Karte weiß ich noch, wo sie ist. Und ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, interagieren ist ganz komisch. Das ist nämlich irgendwie mit G gewesen, wenn man es drücken möchte, glaube ich. Ja, und wir haben ja keine Vertonung in diesem Spiel, genau. Die verbreiten sie, aber sie stecken voller Lügen. Ja, ich würde gerne... Ach so, wir gehen... Besser sicher, die zu sammeln. Danke, dass du mich wissen lässt. Tolles Deutsch. Ja. Okay. Irgendwie habe ich da scheinbar nicht mehr allzu viel zu tun gehabt in der Zeit. Ich sehe jetzt aber gerade Frage Angler Melvin nach dem Weg. Ich dachte eigentlich, dass wir... Ach, der ist hier unten. Ah, okay. Ja, dann... Dann ist das okay. Das Einzige, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie ich mein Pferd rufe, das war, glaube ich, hier unten. Da, auf der 5, genau. So, das heißt, wir müssen nach unten, nach oben rechts und dann wieder nach unten. Ja, und ich bin schon wieder mit meinen normalen Tasten am Laufen. Das bringt mir natürlich nichts. So, ich mache mal die Tab-Taste an und sehe hier gar nichts mehr. Eine sehr, sehr schöne Umgebung, wenn man was sehen würde, weil leider kann ich nicht allzu viel sehen mit der Karte oben. Da hätten wir, glaube ich, noch keine Gegner, oder? Ich muss hier echt wieder reinkommen, weil ich habe zwischenzeitlich noch zwei andere MMOs gespielt. Ja, eigentlich drei, glaube ich. Und da war die Steuerung halt nicht so seltsam. Ah, hallo, Herr Angler. Meister Norin erzählte mir von dir. Du möchtest dich gerne im Reich umsehen? Ja. Ach, das war das mit dem G. Okay. Wenn du dem Weg kommst du zum Bishu-Anwesen. Wie du sehen kannst, ist Nahuns Reich ein üppiger, hübscher Ort zum Leben. Wir hätten hier keine Sorgen, wenn die beiden Familien sich zusammenraufen und wieder wie früher in Harmonie leben könnten. Ich hoffe, die clevere Idee von Meister Norim funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt gucken wir nochmal eben, ist ein Stück unter uns. Ne? Das ist doch das hier. Bruder gegen Bruder, genau. Dann gehen wir durch diese netten... Ich wollte gerade sagen, Habchen. Ach, ich drücke immer noch die Tasten zum Laufen, während ich die rechte Maustaste zum Laufen drücke. Das ist genial gerade. Okay, also ich brauche dann doch wieder einen Moment, um mich da wirklich einzufügen. Ihr merkt das... Oh, oh. Durch euch wollte ich nicht durchlaufen. Aber ihr seid, glaube ich, auch gar nicht böse. Ihr habt mich jetzt gar nicht angegriffen. So, wo ist er? Er oder sie? Moment, übergib das Geschenk an Bishu Dingsbums. Und das andere, das Erbstück, übergib ihr den Ring. Okay, fangen wir mal damit an. Du möchtest mir etwas geben? Oh, Norin, weißt du, dass dies der zweite irrsinnige Plan ist, in dem er mich einweiht, damit unsere Väter sich vertragen?
Ich möchte genauso sehr wie er, dass sie sich vertragen. Aber er will es durch List erreichen. Ich will nur, dass sie miteinander reden, wie Erwachsene. Du musst diese Replik vom Turnier haben. Seine Arbeit würde ich überall erkennen. Wirklich gut gemacht. Von Turner, nicht vom Turnier. Was rede ich denn hier? Ich werde noch einmal versuchen, Norin meinen Punkt zu verdeutlichen. Hier, würdest du mir wohl helfen, diesen Brief an einer Brieftaube zu befestigen? Hatten wir das nicht schon mal? Vielleicht versteht er meine Position, wenn sie ihm Punkt für Punkt dargelegt wird. Also, ich bin mir eigentlich sicher, das mit der Brieftaube hatten wir schon mal. Die ist hier oben. Irgendwo. Da. Ja, mein Gott, dann gehen wir halt zu Fuß dahin. Hallo, Brieftaube. Tschüss. So. Okay, die Brieftaube ist weggeflogen. Ich hoffe wirklich, dass er aufhört, solche lächerlichen Pläne zu schmieden. Ja. Also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon hatten, aber... Was? Mein Bruder sendet mir ein Geschenk? Ha! Ja, genau. Als ob dieser engstirnige Hund mir je ein Geschenk geschickt hätte. Mich legt er nicht rein. Verschwinde von hier. Verzeihung? Ja? Ich würde mich gern vorstellen. Ich bin Elia, Bishuna Hohens Tochter. Ja, wir haben gerade erst miteinander gesprochen, aber schön, dich nochmal kennenzulernen. Ich bin mir sicher, die Reaktion meines Vaters hat dich verärgert. Ich verstehe das. Vater leidet unter Verfolgungswahn, seit der neue König den Thron bestiegen hat. Ich denke, er bereut, sich auf die Seite des Regenten geschlagen zu haben, doch es mangelt ihm an Mut, mit meinem Onkel zu sprechen. Warum versuchen wir nicht etwas anderes? Lass uns Onkel ein Geschenk im Namen Vaters senden. Ich bin sicher, mein Onkel würde es sehr zu schätzen finden, wenn wir ihm das Spezialerzeugnis unseres Hofes liefern. Diorikas. Da seine Majestät Thirain ein königliches Dekret erließ, werden die Bauern mehr als erfreut sein, dich über den Diorikas zu versorgen, wenn du es ihnen mitteilst. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob wir das nicht auch schon hatten. Also irgendwas ist hier gerade ganz seltsam. Ich konnte meine Belohnungen alle abholen. Ach, da unten ist das. Ich habe meines Wissens nach diese Quest jetzt nochmal gemacht mit der Brieftaube. Es kann aber auch sein, dass wir die Brieftaube woanders schon mal benutzt haben. Oh, falsche Richtung. Guten Tag. Sie wollen die Steuern halbieren? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Die Diorikas als Geschenk sind eine brillante Idee. Für ein Geschenk wäre es am besten, etwas Pferdefutter daraus zu machen, das sie drüben beim Monterque-Anwesen brauchen. In der Scheune sollten jede Menge frisch geerntete Diorikas sein. Frag einfach Tristan und schnapp sie dir. Bitte teile die guten Neuigkeiten mit den Bauern auf dem Weg. Lang lebe König Thirain. Oder Thirain. Thirain, glaube ich, heißt er. Oh Gott, wie viele Bauern sind das hier bitte? Aber das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Palast wird die Steuern halbieren. Ich habe jetzt Zeit zum Dehnen. Ah. Seid ihr Ratten oder was? Oh. Aber böse Ratten. Hallo? Das falsche Satz. Jetzt noch? Ich wollte nur mit den Leuten sprechen. Ihr zahlt keine Steuer mehr auf die Ernte. Seitdem der neue König da ist, ist das Leben viel besser. Ne? Bin ich auch. Moment, da unten geht's weiter. Nee, ich will keine Kaninchen jagen. Danke. Gott sei Dank, die greifen mich doch nicht an hier. Dieser Fiesling Schericht hat uns alles abgeknöpft. Aber der neue König scheint unsere Situation zu verstehen. Wenn es bedeutet, dass die beiden Meister Frieden schließen, gebe ich dir liebend gerne so viele Diorikas, wie du brauchst.
Allerdings haben diese lästigen Pitcherets unsere Scheunen schon wieder leergeräumt, wie sie es während jeder Erntezeit machen. Wenn du Pferdefutter machen möchtest, könntest du die gestohlenen Diorikas aus dem Pitcherett-Unterschlupf einsammeln und sie zur Mühle bringen. Und wenn du schon dabei bist, statuiere doch bitte ein Exempel an dem König Pitcherett, damit diese Viecher sich nie wieder auf unseren Hof trauen. Pitcherets sind Schädlinge, die unsere Ernte zerstören, aber ihre Lebern sind tatsächlich recht nahrhaft. Ihr Speiseplan setzt sich hauptsächlich aus Diorika zusammen, das sehr gesund ist. Schuren meinte letztens, er bräuchte Pitcherett-Leber für sein schwindendes Augenlicht. Das Beste dafür ist tatsächlich die Leber eines Mutter-Pitcheretts. Oh, können die nicht normale Namen nennen? Aber das Mutter-Pitcherett verlässt niemals den Unterschlupf. Daher ist es fast unmöglich, eins zu fangen. Falls du über die Leber eines Mutter-Pitcheretts stolperst, gib sie bitte Schuren. Ich bin mir sicher, er wird sich dafür belohnen. Oh Leute, ganz ehrlich, ich habe heute Nacht nur 4 Stunden geschlafen und generell jetzt die Woche wegen der Hitze nicht so wirklich toll geschlafen. Und ihr kommt mir hier mit irgendwelchen komischen, außerirdischen Namen an. Oh, was ist das denn für ein Viech? Oh Gott, da sind ganz viele von hier. Ich laufe hier total besoffen, weil ich nie weiß, wo ich hier eigentlich drauf bin. Oh nein, nein, hau ab. Hau ab. Du kannst auch nichts drücken hier. Hallo, darf ich mich mal bewegen? Ich darf nichts drücken, keine Ahnung. Du lebst immer noch. Hallo, darf ich auch mal... Wie oft muss ich auf den schießen, bitte? Eieiei. Wieso heißt du eigentlich Andrea? Ich meine, ich hatte dich doch umbenannt, oder nicht? Oh nee, nee, komm. Geht mir nicht auf den Sack. Ich will einfach nur die Quest machen und mich nicht mit euch hier abgeben müssen. Ja, was hab ich jetzt gemacht? Also, mein Problem ist gerade, dass ich ständig die Tasten drücke, die man normalerweise bei MMOs drückt. Achso, habe ich das hier schon eingesammelt? Nee. Hä? Kann ich das nicht einsammeln? Die kann ich auch nicht einsammeln. Hä? Ich war hier aber noch nicht. Ich habe die noch nicht gemacht. Ach, geht mir nicht auf den Sack. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich möchte hier einfach nur questen, Leute. Mehr möchte ich nicht. So, da ist eine neue Quest und wir gehen jetzt zu der hier oben. Also steuerungstechnisch, gerade wenn man so ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hat, ist das absoluter Scheiß. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, da wiederhole ich nur das, was ich am ersten Tag gesagt habe, wo ich das aufgenommen habe. Ich denke, ich werde da wieder reinkommen mit der Zeit, aber ja, ich spiele halt viele MMOs beziehungsweise auch viele andere Spiele und die sind halt alle nach dem gleichen Prinzip und das ist sowas von anders. Ha! Ja, du willst also das ganze Diorika zu Pferdefutter machen? Es scheint, dass Meister Bishu wohl endlich zur Besinnung gekommen ist. Bitte warte einen Moment.
Achso. Bitte sehr. Das feinste Pferdefutter, hergestellt aus Diorikas. Ich bin mir sicher, Herr Monterke wird es sehr zu schätzen wissen. So, Frage ist, da muss ich wieder nach oben. Okay, dann will ich jetzt darauf drücken, wo man normalerweise das Pferd hat. Nämlich auf V und es geht nicht. Ich liebe es. Ach Gott. Fünf. Ich muss mir endlich das mit dem 5 merken. Mit dem 5 vor allen Dingen. Oh Gott. Okay. Also den Teil, meine ich, den wir jetzt machen, den hatten wir beim letzten Mal nicht. Aber so einige Sachen mit den Brieftauben, da erinnere ich mich definitiv dran. Es kann aber, wie gesagt, auch wirklich sein, dass wir das... Dass wir das mit einer anderen Quest irgendwie hatten mit den Brieftauben. Ich habe keine Ahnung. Wie bitte? Bishu? Er schickt all das Diorika-Futter? Damals, bevor wir uns zerstritten, schickte mir mein Bruder dauernd so etwas. Was habe ich nur die ganze Zeit gemacht? Darauf gewartet, dass mein Bruder auf mich zukommt? Norin hat mir alles erzählt. Jetzt verstehe ich, warum mein Bruder sich so entscheiden musste. Danke, dass du unser Missverständnis aufgeklärt hast. Als Zeichen meiner Wertschätzung möchte ich dir den Tresorschlüssel anbieten. Norin wird ihn für dich bereithalten. Oh, und ich lasse die edelsten Hengste bereitstellen. Bitte bring sie meinem Bruder. Sage ihm auch bitte, dass ich bald komme, um ihn zu sehen. Ich weiß es zu schätzen. Das gehört noch dazu, ne? Du hast es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Onkel Bishu überzeugen. Hier ist der Tresorschlüssel. Du kannst die Pferde des Landguts von Veronika dort drüben abholen. Okay. Oh, nein, ich habe so schnell gedrückt. Sie sagt, meine Pläne wären lächerlich und wir sollten die beiden lieber ermutigen, miteinander zu reden. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht reden werden. Wenn wir sie nicht hereinlegen, werden sie sich niemals vertragen. Was ist so falsch daran, ein bleibendes Band durch Täuschung wiederherstellen zu wollen? Naja. Obwohl, ich meine, wenn ich es so laut ausspreche... Oh, vielleicht hat sie recht. Ich ertrage es nur nicht, dass beide zerstritten sind. Bitte, schau, ob du mir eine Flasche Wein bringen kannst, ohne dass mein Vater es mitbekommt. Ich werde langsam durstig. Ja, dann trink doch Wasser. So wie jeder andere Mensch auch. So, wir müssen nach unten. Hol die Pferde von Veronika bei den Stallungen ab. Köstlich und nahrhaft. Übergib die Leber an die Bauern. Moment, was haben wir denn hier alles? Das ist beim Fragezeichen. Achso, das ist hier das. Das heißt, da müssten wir dann doch nochmal hin. Ich dachte, das wäre jetzt eine neue Quest gewesen. Dann... Der Beginn der Versöhnung. Also, ja, ich würde aber sagen, dass wir erstmal hier oben hingehen. Weil das halt einfach näher ist. Meister Monterk bat dich, Hengste für das Bishu-Anwesen zu beschaffen? Wow! Ich war besorgt, weil beide Meister rasch erzürnen könnten. Brüder sollten nicht so miteinander umgehen. Ich bin mir sicher, der alte Meister wäre hoch erfreut gewesen, zu sehen, dass sich seine Söhne endlich vertragen. Ja, diese kannst du nehmen. Die sind gesunde, gelehrige Geschöpfe. Okay, jetzt müssen wir nach da unten hin. Das heißt, das ist auch relativ in der Nähe von dem Fragezeichen. Die Frage ist jetzt nur... Finde Wein. Ist das auch da? Nee, das ist noch der Beginn der Versöhnung. Achso, Finde Wein ist hier oben. Ihre Antwort. Okay, Moment. Dann sollte ich wieder mit dem Pferd laufen. Irgendwie ist das zu Fuß total langsam. Und dann holen wir hier oben erstmal den Wein. Wie kann man aus so einem Haufen bitte Wein holen? Aber na gut.
Ich bin so aufgeregt. Mir geht es gut, wirklich. Ehrlich, sehr gut. Ich finde einen anderen Weg, um sie zu überzeugen, miteinander zu reden. Uhuhu. Der Schmerz eines reinen Herzens. Okay, ach, ich dachte gerade, es wäre ein... Doch, es war doch ein Level-Up, stand da gerade. Oder stand da nur was von abgeschlossen? Ich weiß es nicht so genau. Egal, beides ist auf jeden Fall positiv. Dann würde ich sagen, weil ich denke, dass das jetzt nur die Abgabe ist, dass ich erstmal eben zum Fragezeichen nach unten gehe. Muss ich dann aber wieder da drüber springen. Und durch diese ganze Meute von Gegnern durch, was immer so nervig ist. So, das Ausrufezeichen machen wir später. So. Ja, so nicht. Man sollte sich nicht nur auf das Untere konzentrieren. Da ist er. Hallo, bleib stehen. Pichirettleber? Wie bist du an so etwas Kostbares gekommen? Meine schwindende Augensicht machte mir in letzter Zeit Ärger. Das ist perfekt, ich danke dir. Yes. Einmal abgeschlossen und einmal Fertigkeitspunkte bekommen, von denen ich jetzt nach einem halben Jahr überhaupt gar keine Ahnung mehr habe, was gut ist und was nicht. Ich bedanke mich übrigens hierbei auch für die netten Kommentare über die Fertigkeitspunkte und andere Sachen. Ich habe es aber ehrlich gesagt jetzt alles gar nicht mehr so im Kopf. Ich werde mich da auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal drum kümmern, dass ich mir das nochmal genauer angucke, weil da ist auch was drin gewesen mit der Crit-Chance und so, mit diesen Sachen, was man da besser nehmen sollte bei der Magierin. Und ja, jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche ich jetzt überhaupt gerne spiele. Ich glaube, das Inferno war sehr gut, das Feuer war eigentlich auch sehr gut. Ich meine, dass eigentlich alles relativ gut war, was ich hier drin habe, oder? Wie viele Punkte habe ich jetzt? Steht jetzt am Moment versteckter Schaden? Ach so. Okay. Das war das, was ich schon eingestellt hatte anscheinend. Füge eine Fertigkeitsrunde zum Freischalten hinzu. Kann ich aber... Ach so, Moment. Kann ich... Ach, das sind die Fertigkeitsrunden. Okay. Ich sage ja, ich habe gar keine Ahnung von gar nichts mehr im Moment. Ich mache jetzt einfach mal die Punkte da rein, weil ich das so gerne nutze. Und hier kann ich dann anscheinend wieder was Neues machen. Schaden bei stoßimmunen Gegnern. Ein Flammenbereich entsteht 3 Sekunden lang am Ort. Wechsel zu Stapelbar. Entfernen, sagen wir mal, Flammenbereich. Dann das... So, waren das jetzt schon alle? Hatte ich nicht mehr? Stand da nicht was von 3 Punkten? Na gut. So, dann geht's einmal weiter. Ich verstehe immer noch nicht... Ups, das ist ein Gegner. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich dieses Pflanzensymbol drin habe und irgendwie keine Pflanzen mehr sammeln kann. Also das irritiert mich total. Bei dem Gast für feine Hengste. Der schickt denn so ein Präsent? Was? Graf Montake? Bei den Göttern. Ich sollte es dem Meister sofort wissen lassen. Ja, mach das mal. Da ist er. Halt mich da rein. Hallo. Monterk. Von mir ist auch Monterk. Ja, diese Pferde sind definitiv von ihm. Das bedeutet, dass die Erntewerkzeuge, die er zuvor schickte, wirklich als Friedensangebot gemeint waren. Herrje, ich war so engstirnig. Meine Torheit hat allen Problemen bereitet. Ich weiß, das klingt wie eine Ausrede, aber ich habe mich wirklich nur auf die Seite des Regenten geschlagen, um mein Volk zu schützen. Doch mein Sohn weigert sich immer noch, sich seiner Majestät zu unterwerfen und beutet weiter die Bauern aus. Der Sohn von Regent Schericht ist Berhard.
Er hat sich bei Nahuns Geburtsort verkrochen. Ich habe ihm all die Zeit über nachgegeben aus Furcht. Er könnte mein Volk schädigen. Doch nun sehe ich, wie falsch ich lag. Ich weiß nicht, wie ich dies meinem Bruder gestehen soll. Ja, und ich sag schon mal vorweg, es tut mir wirklich leid, wenn ich heute irgendwie nicht so klar lese. Aber wie gesagt, ich bin tierisch müde im Moment. Suche nach Nahuns Geburtsort. Ja, das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir damit eventuell die Quest abschließen können. Wahrscheinlich eher nicht. Weil so langsam drängt die Zeit. So langsam, so langsam. Ich musste leider auch ein fast dreiviertel Stunde langes Update machen. Dementsprechend habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, bevor ich zur Schule muss. Okay. Suche nach Nahuns Geburtsort. Ja, laut Karte soll der hinter mir sein. Hä? Ich nehme aber mal an, dass die meinen, dass wir den hier drin suchen sollen. Warte mal, die können immer noch sammeln. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Ach, da hinten ist schon wieder so ein dämlicher Boss. Och, ernsthaft, Leute. Zieh den Boss nachher noch mit rein. Was ist mit dem Idioten? Kommt der mal dahin, wo ich den treffen kann? Wieso hält der hier so viel aus? Hallo? Nein, ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich mich heilen kann. Moment. Eins? Nein, F1. Hatten mir da jetzt gerade so... War das dieser Große, der mir hier so eine Klatsche verpasst hat? Vor allem ist das total nervig, dass sie immer direkt links wollen. Man kann hier nichts machen. Ich will jetzt endlich mal dieses Ding hier anheben, was auch immer das heißen mag. So, finde das echte Testament. Heißt jetzt was? Dass das nicht das war, was wir machen wollten. Nehme ich an. Ja, betreten. Habe ich ja eben gemacht. Wollte ich machen. Dann ist er weitergelaufen. Das war wahrscheinlich das Problem. So, besiege die Armee von Schericht an Nahuns Geburtsort. Besiege den Sohn des Regenten. Okay. Guten Tag. Säuberungskommando ist da. Oh, oh, oh. Stimmt, ich hatte ja gar nicht so viel Leben. Hilfe. Warum sind die so schwer? Wahrscheinlich, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich alles für Angriffe machen kann. Ah, der Sohn ist wahrscheinlich oben. Dann lassen wir mal kurz ein bisschen regenerieren. Oder er will nicht mehr regenerieren. Anscheinend nicht. Ich dachte, das geht automatisch, aber anscheinend nur, wenn man Trank... Nee, Moment, jetzt regeneriert er ein bisschen. Da oben ist... Wahrscheinlich... Oh, das ist das die nächste Gruppe. Das kann natürlich auch sein. Was wird das?
Hallo. Geht's noch? Warum sind die so schwer auf einmal? Das ist doch scheiße. Die waren vorher doch auch alle nicht so schwer. Ich werde dir nicht. Du wirst sterben, nämlich. Ach, das ist der. Ach, jetzt verstehe ich das. Das ist dieser Sohn da. Also, das ist schon der Bosskampf. Wieso willst du mir was vergeben? Habe ich was verpasst? Dafür wirst du beten. Hallo, bleib hier. Kleiner. Wo ist der hin? Hä? Ich guck mal hier oben, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Oder? Da ist noch was. Viele Ritter Lutheras verteidigten gemeinsam mit mir das Grab des Königs. Ihre Seelen durchdrangen meine Tonsoldaten und werden an meiner Seite die Zeitalter überdauern. Wir müssen den glorreichen König Lutheras beschützen. Das Gleiche gilt für die Macht der Schöpfung, die er ausübt. Der einst, wenn das Heldenlied über dem Land erklingt, wird die Legende wiedergeboren. Ich glaube, der ist jetzt einfach abgehauen, oder? Die Sonne verbeugt sich. Die Ruhestätte des Königs. Okay. Dann nehme ich an. Ach so, ich darf hier wieder kein Tier. So, Moment. Finde das echte Testament. Es wäre jetzt eigentlich auf der Suche, entziffere die Hinweise. Also ich denke mal, dass das Testament jetzt so direkt mit dem, was wir jetzt gerade erlebt haben, zu tun hat. Deswegen gehe ich da mal hin. Mit dem Butler. Wenn der natürlich jetzt nichts hat. Vielen Dank, dass du den Schlüssel von Berhard zurückgeholt hast. Was für ein Umschlag mit dem Schlüssel ist das? Bei den Göttern. Ich muss sofort Meister Bishu informieren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, informier mal Meister Bishu. Im Moment, mit dem können wir noch sprechen. Was ist denn mit dir? Können wir mit dir flirten oder so? Ich habe auf dich gewartet. Emotes? Kichern? Haha. Ich finde es besser, wenn die Leute die Dinge optimistisch betrachten. Das ist schön. Können wir dir auch was vorspielen? Das war eine außerordentliche Leistung. Haben wir noch ein Geschenk? Ich weiß nicht. Gucken wir mal eben. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann bei ihr was bringt. Ein Hut. Ja, das lassen wir erstmal. Mein Vater plagt die Reue, weil er nie etwas gegen die Tyrannei des Regenten gesagt hat. Das hat die Beziehung zu meinem Onkel Monterke sehr belastet.
Als sie nicht mehr miteinander sprachen, war er lange Zeit zutiefst betrübt. Ich bin froh, dass sie sich wieder verstehen. Ja, war's das? Anscheinend ja. Dann sprechen wir mal kurz mit dir. Vaters Testament war unter Berhards Sachen. Hier, lass mich mal sehen. Vaters letzte Worte unterstrichen weder den Wohlstand des Anwesens noch den Ruhm der Familie. Er hat sich einfach nur gewünscht, dass mein Bruder und ich zusammenarbeiten, um das Anwesen zu verwalten. Wir haben so ein Glück, dass du Berhard vertrieben hast. Jetzt kann ich endlich meinen Bruder treffen. Ja, dann würde ich sagen, ist das damit auch abgeschlossen. Ich gehe mal dahin, dass ich ein bisschen besser sehen kann. Da müsste ich dann wechseln in die andere Ebene, so wie es aussieht. Und da war doch noch irgendwo was. Soll ich dich jetzt als Eure Majestät zolle Thirain mit Respekt, deinen Respekt? Achso, das ist dieses... Ja. Das konnten wir ja nicht machen, weil wir Respekt, glaube ich, nicht drin hatten. Und höflich, glaube ich, hatten wir auch nicht drin. Also das lassen wir auf jeden Fall erstmal außen vor. Und mit dem anderen müssten wir jetzt theoretisch in eine andere Ebene reingehen. Deswegen würde ich sagen, ist hier eigentlich der perfekte Moment, um einen kleinen Cut zu machen. Und ich verspreche euch, dass es nicht wieder ein halbes Jahr dauern wird, bis ich die nächste Folge aufnehme. Nur ich hatte damals so viele Folgen aufgenommen und habe mir gedacht, okay, du hast jetzt sowieso gerade nicht so die Zeit und musst noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Und auch privat habe ich natürlich ein bisschen Stress gehabt zwischendurch. Und habe dann gedacht, dann nutze ich das einfach mal, dass ich irgendwas an die, ich weiß es nicht, 30 Folgen oder so oder mehr aufgenommen hatte. Was nicht immer gut ist, weil dann steht man nämlich so ein bisschen wie der Ochs vom Walde, wenn man dann wieder reingeht und man weiß überhaupt gar nicht mehr, worauf man drücken muss und alles. Deswegen, ja. Aber ich gelobe Besserung und wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall nicht mehr so weit auseinanderspielen. Also vielleicht mal ein paar Tage oder so, das kann natürlich immer passieren. Aber ich werde es auf jeden Fall kein halbes Jahr mehr liegen lassen, sodass ich noch so einigermaßen in der Steuerung drin war. Ich habe auch eben ehrlich gesagt gedacht, es kann nicht sein, haben sie jetzt ein Update gemacht, ob die Gegner schwerer werden? Bis ich dann festgestellt habe, dass das eine ja dieser Typ gewesen ist. Das war ja so ein Miniboss, sage ich mal. Dann ist es irgendwie logisch, dass der natürlich schwieriger ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich erstmal und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.